Moin, ich habe beschlossen, ich fliege mal nach Amerika in Dayton County, heißt es ja, und mache da mal ein bisschen Flughafenservice. Da hinten seht ihr, fliegt auch gerade ein Flugzeug, Airport Shuttle, ja, von Terminal 1 über Terminal 2 nach Terminal 3. Wir steigen mal eben ein hier, machen die Elektrik an, das Licht an, den Motor an. Ja. Fahren schon mal zur Bushaltestelle vor. So, und beschildern das Ganze mal ein bisschen. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal gucken. Linie 34 sind wir. Airport Shuttle. Das ist 3400 und dann 1. Mal gucken. Ich gehe noch mal auf die Außenansicht. Dass das auch alles richtig angezeigt wird. So, zack. 3400. Und Route 01. Airport Shuttle. Perfekt. Da müsste gleich noch kommen. Terminal 3. Richtig. So, die Leute wollen einsteigen. Dann machen wir mal hier die Schotten auf. Was kommt da hinten für ein Bus? Das dürfte die andere Linie 34 sein. Die wir quasi ablösen. How you do? Ach ja, und Überraschung, die Leute sprechen amerikanisch. Ein Day-Ticket ist eine Tageskarte, nicht wahr? Kriegst einen Fünfer wieder? Hey man, you give me the wrong change here. Was? Ich hab dir was Falsches zurückgegeben? Give me a single ticket. Single Ticket. Ist das das? Ja. Dann kriegst du... Aha. Nicht? Noch? Ja, so. Give me a return, man. Return, da. Was bezahlen die denn alle mit dem Zehner hier? Sind 4. 50, zack, zack, zack. Hey, man, you give me the wrong change. I want to travel for the rest of the day. Do you do a ticket for that? Tageskarte quasi, ne? Wow. Gegeben hat das passend. Manfred hat eine komische Stimme. Ah, die bezahlen wenigstens passend, das ist gut. Ja, Heizung ist, was wolltest du? Ah, hier Single. Kriegst du 3,50 wieder? Ich weiß ja nicht, ob das alles so stimmt hier mit der Kasse. Ja. Oh, du bist so freundlich, Manfred. Ja, war passend anscheinend. So, eine halbe Minute haben wir noch. Wir gucken nochmal nach vorne. Weil wenn das so passt, dürfte da gleich noch ein Flugzeug landen. War vorhin... Ah, nee, da startet gerade eins. Vorhin war das zumindest so. Ich weiß nicht, ob der KI zeitgesteuert ist. Der KI-Flughafenverkehr hier, der die Flugzeuge... Ja, anscheinend nicht. Ja, wollen wir mal langsam losfahren hier, was? Gang einlegen wäre auch ganz gut. Soll helfen, habe ich gehört. Link zu der Map gibt es natürlich unten in den Shownotes, hätte ich fast gesagt. Nee, so heißt es ja beim Podcast. Wie heißt es denn? In der Videobeschreibung. Ich werde mal nicht so schnell um die Kurve fahren, sonst beschweren die sich wieder. Auf Amerikanisch, obwohl das müsste man eigentlich auch nochmal hören. Ist hier gar kein Hilfspfeil gerade an? Oh, ich habe gar keine Hilfspfeile an, sehe ich gerade, oder? So.
Ja. Und fahren tun wir mit dem Mercedes-Benz O405 N2 von dem Julian und mit der Vollmatrix. Die wird auch auf der Karte unterstützt, wie ihr gesehen habt. Gibt es da das Flughafensymbol in der Matrix. In der Hofdatei. Ansagen gibt es leider keine. Dafür lustige ja, Haltestellenschilder oben über der Straße. Diese Hilfshaltestellenschilder. Ja, nicht wundern, dass wir da nicht anhalten. Wir sind die Flughafenlinie. Wir halten nur das nächste Mal jetzt an Terminal 2. Und dann die Endstation ist auch schon das Terminal 3. Ja. Diese Karte hat sehr viele Linien. Ich glaube so um die 20. Ja, ich werde mich hin und wieder hierher hinbegeben und die ein oder andere Linie fahren. Ich kenne tatsächlich auch nur die, die ich jetzt gerade schon fahre. Die anderen werde ich dann mehr oder weniger blind fahren. Ich wollte das vorhin mal ausprobieren, wie das hier funktioniert, ob das auch alles amerikanisch ist, ob die Leute so sprechen. Und habe ich schon gesagt, Ansagen gibt es leider keine. Ich habe auch im Internet keine gefunden. Ich habe nur welche gefunden für die Version 5 von der Karte. Aber das hier ist schon Version 7. Und naja. Da war noch irgendwie nur die Endstation drin. Ich bin da nicht so durchgestiegen, wie das gemeint war. Und die hörten sich auch scheiße an. Das kommt noch dazu. Hier ist 30 und ich fahre mit 60. Naja, kann man mal machen. Oh, wir haben einen Haltewunsch. Ja, aber das ist noch ein bisschen hin. Verehrte Fahrgäste, ja. Oh, Ladies and Gentlemen. It's a little bit time until the next stop. So, hier müssen wir nämlich links abbiegen. Ah, ich hab's mir gedacht. Fährt er einfach raus. Na, was ist mit dem da? Wartet der oder? So. Jetzt wird's ein bisschen kurvenreich. Also wenn mir das nicht zufällig aus Versehen passiert, dann muss ich nachher nochmal mit Absicht durch die Kurve zu schnell fahren, damit die sich ein bisschen beschweren. Das wollt ihr ja bestimmt auch mal hören. Ich habe auch übrigens kein deutsches Let's Play gefunden zu dieser Karte. Die ist ja auch so ein bisschen versteckt. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die gestoßen bin. Ach so, keine Ahnung. Oh. That's a bad driver. Ja, das war auch tatsächlich nicht beabsichtigt gerade, aber ja, jetzt habt ihr das auch mal gehört. Und hier können wir ein bisschen Späne geben. Müssen wir auch, weil sonst wird das alles ein bisschen zu knapp, glaube ich, mit dem Fahrplan. Oh. Ja, lustiges Repaint auch. Passend zur Karte. Für sehr viele Busse übrigens, ja. Oh, was kommt da gerade? Ein SD202? Nee, gar nicht wahr. Solaris. Ja, ballern wir hier mal mit 100 lang. Passt schon. Oh, Coca-Cola-LKW, habt ihr gesehen? Der muss auch von der Karte kommen. Da habe ich keinen anderen Mod installiert. Jetzt müssen wir aber natürlich abbremsen hier, sonst geht das in die Hose. Und das wäre nicht so schön. Oh, Bordstein. Schwalbe. Nicht. Hier sind übrigens sehr wenig Autos unterwegs. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das irgendwie ein Fehler ist. Aber wie gesagt, das hier ist ja auch eher so ein Randbezirk. Ist ja nicht unbedingt die Innenstadt, wo wir gerade lang fahren. Wenn wir die anderen Linien fahren, werden wir das noch feststellen. Aber dafür ist einiges an Fußgängern hier unterwegs. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass er mir 2,4 Minuten Verspätung anzeigt, obwohl ich schon rase wie ein wilder Stier.
So, links ist noch frei. Das Taxi ist auch umlackiert. Na, den warten wir noch ab. Ah, der will abbiegen. Gut. Wie sieht das rechts aus? Da ist frei. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich stehe und der olle LKW holt so weit aus, ne? Also nicht mein Fehler, melden wir nicht der Polizei, sondern fahren direkt weiter. Schwarzes Taxi, sehr schön, sehr schön. Scheiß LKW-Fahrer, ey. Und dann meckern die Fahrgäste mich noch an. Sorry, ladies and gentlemen. Das Alter, geht's noch. Shut up, please. This is the truck that was no my fault. So, the next stop is Terminal 2 on the Dayton Ford County Airport. Ja, hier sind verkehrsberuhigende Huckel eingebaut, das ist auch ganz lustig. Was sagt die Uhrzeit? 0,6 Minuten Verspätung, das halte ich für ein Gerücht. So, wer raus will, kann jetzt raus. Ihr versteht mich sowieso nicht, wenn ich Deutsch spreche. Hello there. One-way ticket for today, please. One-way ticket? Ach Gott, sind 8,50 Euro, 6, 7,50 Euro. Na, 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 na. Hm? Thank you very much. Okay, das war doch eine Tageskarte, yo. Hey, that's a lot of coins, sir. Hello, single, please. Single. Habe ich dem schon wieder so viel Rückgeld gegeben, oder was? Wie viel kriegt die denn? 2 Euro? 3,50 Euro. Zack, zack, zack. Thank you. You're welcome. Ich soll doch hier erst 10.25 Uhr abfahren. Warum zeigt er mir 0,3 Minuten Verspätung an, obwohl es erst 10.23 Uhr ist? Das finde ich sehr mysteriös. Ist das hier die richtige Haltestelle? Ja, wird wohl. Ich kann da hinten schon mal die Türen zumachen und... Ja, ach, wir fahren jetzt einfach weiter. So. Ja, der nächste Halt ist auch schon Endstation, aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen hin. Wollen wir nicht gleich wieder so assig um die Kurve fahren hier? Terminal 3 ist nach links. Geradeaus meine ich natürlich. Ja, jetzt fahren wir hier ein bisschen durch so ein Wohngebiet. Ist übrigens ein sehr komischer Flughafen, dass man da keine direkten Straßen von Terminal zu Terminal hat. So, komische, ja, sie haben sich unerlaubterweise bla. Hallo, ist grün, fahr! Sehr lustige Ampelkonstruktion übrigens da rechts.
Ich weiß nicht, ob das in Amerika so ist oder ob das dem Map-Erbauer nicht anders möglich war, hier einen grünen Pfeil einzubauen. Na, wieder Coca-Cola-LKWs da hinten oder was da los? Ja, fahr ruhig durchs andere Auto durch. Kann man ja mal machen. Jo, Coca-Cola. Ich weiß nicht, ob die da extra den LKW nochmal kopiert haben oder ob jetzt auf all meinen Maps Coca-Cola-LKWs rumfahren. Muss ich mal ausprobieren. Ich glaube, als nächstes werde ich ein bisschen Hamburg aufnehmen. Da werde ich das ja feststellen. So, wir sind dann auch schon gleich da. Wir müssen nur noch diese rote Ampel, über diese rote Ampel, über diese Kreuzung mit der roten Ampel, um genau zu sein, wo ein schwarzes Taxi vorsteht. Ach nee, in der Hamburg-Map kann ich das ja gar nicht feststellen, fällt mir gerade ein. Da haben die ja ganz andere KI-Fahrzeuge. Ja gut, ich werde es dann schon irgendwann merken. Das mit den Cola-LKWs würde ich gar nicht so schlimm finden, wenn da überall Cola-LKWs rumfahren würden, nur wenn die Taxis andersfarbig sind. Das wäre schon ein bisschen blöde. The next stop, ladies and gentlemen, is Terminal 3 from the Davenport County Airport. From the County Airport? Das hört sich irgendwie nicht richtig an. Please exit here. This is the last station. Und das Auto fährt lustig im Kreis. Ja. Kann man mal machen. Ich hoffe, der wird mich nicht... Ich fahre einfach mit der Richtung des Autos. Das gleiche hatte ich vorhin, als ich die Karte einmal Probe gefahren bin mit einem LKW. Dann bin ich aber hier durch den Kreisverkehr andersrum gefahren und dann ist der mir auch volle Breitseite reingefahren. Ich sage ja, die amerikanischen LKW-Fahrer sind alle zu dämlich. So, jetzt habe ich natürlich nicht geblinkt, aber das ist auch scheißegal, interessiert hier eh keinen. So, Endstation. Jo. Fahrtauswertung sagt alles okay. Ich wollte mir nochmal die Haltestellen genau angucken. Nee. Ach so. Nee, war da nicht eine Anzeige? Doch, da steht doch irgendwas. Aber ich kann es nicht sehen. Naja. Doch, ich kann ja einfach mal ein Stück vorfahren. Das ist eine Abfahrtsanzeige da? Ja, tatsächlich. Das ist auch cool gemacht, muss ich sagen. Ja, aber wir wollten natürlich noch mal schnell hier Linienkurs 0 und Ziel 100. Müsste Service not in use sein. Jawohl. Achso, Fahrplan wollte ich auch noch abbrechen hier natürlich. Denn wir suchen uns jetzt noch einen Platz, wo wir uns hinstellen können. Und ich weiß auch schon, wo. Nämlich City Limits heißt die Station. Da war nämlich ein etwas größerer Parkplatz, wo auch schon Busse abgestellt sind. Da können wir unseren gleich einfach dazustellen. Und dann hat sich die Sache gegessen. Jetzt habe ich ja gar keine Fahrgäste drin. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen Späne geben hier. Ohne, dass sich die Fahrgäste beschweren. So. Jetzt muss ich natürlich noch aufpassen. Ach ne, hier kann mir ja keiner. Hier fahren die KI-Fahrzeuge ja schön durch die parkenden Fahrzeuge durch. Das finde ich nicht so erstrebenswert. Fahren wir mal einfach hier mit 100 Klamotten durchs Wohngebiet.
Hier, Ola LKW, kannst du mal deinem Kollegen erzählen, dass er scheiße gefahren ist und mir reingefahren ist? So. Da geradeaus, wo der Bus gerade herkommt. Da stellen wir unsere Kiste jetzt ab und dann ist Feierabend. Ich lasse den mal eben raus. Oder hat der jetzt eine rote Ampel? Nee. Ja, den fahre ich, muss ich halt wohl doch fahren. Wenn er nicht will. Wir haben übrigens eine lustige Uniform an. Habt ihr eben schon gesehen bei dem KI-Fahrzeug vielleicht? Muss auch länger gedrückt halten. Und zwar... Da. Rot. Bordeaux-rot. Schick, nicht wahr? Achso, und wir sind auch ein ganz anderer Busfahrer, sehe ich gerade. Oder? Ist das der gleiche? Bin mir unsicher. Ich mache noch die Elektrik aus. Ach, hä? Das ist ja geil. Nee. Warum steht denn da drin Airport Shuttle to Terminal 3? Ändert sich das? Das muss ich nochmal ausprobieren, wenn ich das jetzt eingebe. Das war ja 34.00. Das war doch schon wieder verkehrt hier. Nee, Ziel. 34.00. Zack. Und 01 war ja zu Terminal 3, dann müsste 02 zu Terminal 1 sein. Nö, tut sich nichts. Hä? Hör mal. Bin ich jetzt bescheuert? 034.00. Zack. Route 02. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie sich das geändert hat, aber es steht tatsächlich to Terminal 1 da. Dann mache ich jetzt nochmal Route 01. Hallo. Ach, ist auch egal. Ich sag dann tschüss, winke, winke und bye, bye. Alles mysteriös hier.